Danke, Herr Präsident. Geschätzte Damen und Herren, Hohes Haus, wer sich hier herstellt und behauptet, ein Untersuchungsausschuss würde dazu führen, dass hunderte Millionen an Steuergeldern, bis zu einer Milliarde an Steuergeldern in dieses Land zurückgeholt werden, der streut den Menschen Sand in die Augen und der betreibt in Wirklichkeit Wählertäuschung. Ein Untersuchungsausschuss ist lediglich ein Instrument der parlamentarischen Kontrolle und er kann maximal Vorgaben schaffen, die den Strafgerichten dienen können. Hohes Haus, was bleibt über von diesem Eurofighter-Ausschuss? Von einem Untersuchungsausschuss, der den Darabosch-Vergleich untersucht hat und einen Vergleich, der um jeden Preis hat zustande kommen müssen, der um jeden Preis eine Preisreduktion hat bringen müssen, egal wie hoch dieser Preis auch gewesen sein mag. Was bleibt über von einem Eurofighter-Ausschuss, der unzulässige Zahlungsflüsse im Zusammenhang mit der Anschaffung, mit der Abwicklung bzw. mit der Anrechnung von Gegengeschäften untersucht hat? Was bleibt über von einem Eurofighter-Untersuchungsausschuss, der festgestellt hat, dass der Bundesminister Darabosch die Finanzprokuratur als berufenen Vertreter der Republik Österreich ausgebotet hat und private Gutachter herangezogen hat? Also was bleibt über von einem Eurofighter-Ausschuss, der offenkundige Mängel in der Wahrnehmung der politischen Verantwortlichkeit und der Dienstaufsicht im Bereich des Wirtschaftsministeriums festgestellt hat? Es bleibt über, geschätzte Damen und Herren, dass bei künftigen Beschaffungsvorgängen, das wurde heute bereits auch erwähnt, verpflichtend die Finanzprokuratur einzubinden ist. Es bleibt über, dass die Beiziehung von externen Gutachtern sehr, sehr kritisch beäugt werden muss und dass man das auch durchaus in Frage stellen darf. Es bleibt über, dass bei der Anrechnung von Gegengeschäften, so wie dies in diesem sich hier im Untersuchungsausschuss gezeigt hat, die Dienstaufsicht im Wirtschaftsministerium versagt hat. Die Mitarbeiter im dortigen Ressort waren aufgrund eines akuten Personalmangels hoffnungslos überfordert und in zumindest einem Fall eines Beamten hat sich eine Eigendynamik entwickelt, die durchaus zum Schaden der Republik hätte sein können. Es bleibt über, geschätzte Damen und Herren, und ich zitiere aus dem Profil, dass ein heillos überforderter Norbert Darabosch einen Vergleich abgeschlossen hat, der dazu geführt hat, dass wir uns heute in einer Situation befinden, in dem wir einen Friedhof der Kampfflugzeuge einrichten müssen und infolge des Vergleichs der nunmehrige Bundesminister Doskozil gemeint hat, die Eurofighter, sie sind zu teuer und sie sind nicht mehr einsetzbar und ein Weiterbetrieb ist dem Steuerzahler nicht mehr zumutbar. Und damit weist der derzeitige SPÖ-Minister Doskozil auch seinem Vorgänger im Amt, nämlich dem SPÖ-Minister Darabosch, ganz klar zu, dass er diesen immensen Schaden zu verantworten hat. Und zusammenfassend muss man daher festhalten, dass der Vergleich, den Darabosch abgeschlossen hat, zum Schaden der Republik war. Und der Verdacht, dass es unzulässige Zahlungsflüsse und Provisionen bei der Vermittlung und Abwicklung der Gegengeschäfte gegeben hat, hat sich erhärtet. Er konnte aber aufgrund fehlender Zeugenaussagen und aufgrund von Auskunftsverweigerungen nicht bestätigt werden. Und ich darf abschließend, Hohes Haus, ebenfalls mich den Dankesworten anschließen, nämlich der Zusammenarbeit innerhalb dieses Ausschusses bei den Mitgliedern, aber auch beim Herrn Präsidenten Kopf, der diesen Ausschuss wirklich sehr souverän und professionell geführt hat. Und es hat sich gezeigt, dass ein Untersuchungsausschuss, so wie er jetzt aufgestellt und organisiert ist, auch tatsächlich ein Mittel der parlamentarischen Kontrolle ist, das man auch in Zukunft zum Einsatz bringen muss. Zusammenfassend müsse festgehalten werden, dass der Darabosch-Vergleich zum Schaden der Republik gewesen sei, sagt Hermann Brückel von der FPÖ.